Moin, herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei Formel 1 2017 in Singapur mit dem Virus. Hallöli. Hallöchen, Camino. Willkommen zurück hier in Singapur. Der schöne, nette Renntag. Nacht. Yep. So, 15 Runden, 26 Minuten wird angeblich gebraucht dafür. Und Boxenstopp beginnt nach der fünften Runde. Wie sieht's bei dir aus, mein Lieber? Ja, nach der sechsten. Nee, also ich gehe in 6 Runden fahren. Okay. Aber wie ihr seht, alles schon schön dunkelblau hier vorne und dann vorne rechts hat man dann halt so was Pinkes stehen. Aber ganz so dunkel ist nicht. Man könnte denken, entweder wird es gerade erst dunkel oder es ist auf dem Weg, hell zu werden. Ne? Keine Ahnung, ich meine, es wird dunkel, aber ich kann mich auch täuschen. Ich wollte gerade schon loslassen, hätte ich beinahe Frühstart gehabt. Ich habe einen kleinen Tacken zu spät gedrückt, deswegen kommt jetzt die Hemmelwurst von der Seite. Da musste ich jetzt leider ein bisschen anders fahren. Konnte ich nicht so schön vorher einscheren. Das war ein starker Start, gut gemacht. Der hat natürlich meinen kleinen Start-Fauxpas sofort ausgenutzt, nur wollte er zumindest. Ja, so sind sie. Ah! Oh, der Virus kommt weit nach außen. Hast du Glück, dass du nur mit dem Reifen an der Wand geböllert bist, ne? Ja, bin ich, glaube ich, gar nicht. Nee, bin ich nicht. Ich hab nur... Okay. Der Curve hat mich ein bisschen dann wieder gerade gerückt. Irgendeinen Bums habe ich auf jeden Fall gehört. Bei mir ist nichts, weil Jeff hat auch nichts gesagt. Ja, dann... Mann. Nö, da fehlt mir die Power, ey. Das ist zum Kotzen. Macht so einen kapitalen Riesenfehler und dann sagt der Karre nö. Und er kann wieder schön rausbeschleunigen. Da sieht man den Unterschied der Kraft. Hammerhart. Krieg total schwitzige Finger gerade, Alter. Wow. Okay. Das ist mit der Controller gleich aus den Hände glitscht. Ey, das ist echt schlimm. Ja, du hast ja auch eine große Verantwortung da vorne. Vor allen Dingen hast du mich da noch am Nacken sitzen. Ja. Du bist halt kein Gegner, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Ja. Muss man ja einfach mal sagen. Außer Lob. Auf der Geraden. Lob dem Lob gebührt. Ja. In den Kurven auf jeden Fall, aber auf der Geraden, naja. Immer dieses Driften. Jo, bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. Jo, bis jetzt sieht das auch mal gut aus. Kann ich nicht anders verwirren. Oh, da war mit dem Reifen berührt, Alter. Weil er will da noch nicht rum, weil das ist doch eher so driften will er dann. Ja, du bist auch hier ganz schön gerade. Deine Reifen haben anscheinend nicht so viel Grip. Oder dein Auto allgemein ist nicht so Grip belastet. Na gut, wenn du natürlich auch dickeren Motor hast, ist klar. Da rutscht, dann tut man schon mal mehr der Reifen durchdrehen lassen, als wenn man kaum Power hat, sag ich mal. Oh, da bist du aber weit raus. Komm doch, Alter, Mann, der drückt dann und schiebt, ey, das ist der Hammer. Oh, der ist es aktiviert. Aber hilft mir leider auch nicht allzu viel.
Jetzt würde die Musik vom Weißen Hai gut passen. Dim, 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 dim. Nein, gar nicht. Ich habe jetzt schon einen Puls von 500, ey. Oh, oh, oh. Immer wenn du sowas sagst, ist das Musik in meinen Ohren. Oh, 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 oh. Ja, aber nicht, wenn ich sehe, dass nichts ist. Das ist dann immer doof. Meine Fresse, ey. Alter, geht der Virus denn mal nah an die Wand, ey. Holy moly. Virus tut die Kurve mal komplett ausnutzen. Oh, da hat er aber. Jesus. Na gut, man merkt jetzt, jetzt ist so langsam der Punkt, wo die Reifen ziemlich. Runde 4, Ende Runde 4. Kann es dann schon mal sein, dass man den Virus wieder voll in den Auspuff gucken kann? Alter! Alter, spielt der Ping-Pong hier vorne. Das ist ja grausam. Gut, dass ich nochmal gebremst, nachgebremst habe. Ich dachte mir, komm, der kommt bestimmt gleich nochmal rüber. Jeff, du vertust dich doch hoffentlich. In 10 bis 15 Minuten Regen. Nein, danke. Jeff, das ist unnützes Wissen. Ich glaube nicht, dass ich das interessiere. Als wenn es mich interessiert, dass sich langsam hinter mir eine Lücke bildet. Das weiß ich schon die ganze Zeit. Das läuft doch soweit ganz gut. Geraden sind zwar immer noch kacke, aber. Oh, Virus kommt wieder weit raus hier unten drin. Also man kann wenigstens nicht behaupten, dass keiner von uns die komplette Breite der Strecke nimmt, du. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 10,1 Sekunden. So, mal gucken, wie weit taktisch das so läuft. Sechste Runde. Ich bin nach der fünften eigentlich vor mir angezeigt. Ich bin rein. Fertig, los jetzt. Oh, 2,6 Sekunden für den Boxenstopp. Ja, das ist gut. Es kommt manchmal echt darauf an, wie gut man vom A wieder runter ist oder wie gut man auf dem A drauf ist. Das war unser letzter. Und weil der Boxenstopp, der ja so ewig dauert, kannst du sagen. Gut, er hat es jetzt dafür schon mal hinter sich, da hat er schon mal Glück. Also wenn das alles so passt und ich gleich keinen Fehler beim Boxenstopp mache und du gleich keinen Fehler in deinen Runden, kommt das hinter wieder genauso raus, wie wir rein sind. Ich bin direkt mit Perez hinten.
Mal gucken, was mir jetzt diese Runde hier, die ich allein hier vorne rumdümpel, bringt. Schon wieder das Brechstangengedusel hinten los. Boxenstopp, Jeff. Stoppen wir genau nach Plan. Mal gucken, was macht. Dieser scheiß Flügel, Alter. Jetzt komme ich nicht. Boah, der versaut mir alles so. Ey, hattest du einen kleinen Rempler? Ja, nee, Rempler nicht. Rempler mit der Mauer. Ach so. Aber solange er nicht ganz ab ist, geht's ja. Alter, ist da hinten jetzt ein Pull, klar, kein Wunder, die gehen jetzt alle Box und dann kommen die noch aus der Box raus und so, meine Freunde, wünscht mir Glück, dass gleich der Boxenstopp gut läuft und dann passt das. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 8,9 Sekunden. Ja, ich weiß, dass ich diese Runde reinkommen muss. Ich will aber nicht. Ist schon klar. Bin gerade so im Flow drin, ey. Wenn die Reifen nicht schlapp machen würden, könnte ich noch 10 Jahre so weiterfahren. So, jetzt aufpassen, dass ich keine Strafe einheims. Ja, da war doch gar nicht mal schlecht. Komm schon, mach hin, da hinten kommen sie schon. Los, haut ihn schneller. Zwei, sieben, fünf, guter Boxenstopp. Aber da kommen sie schon, da kommen sie schon. Ich sehe Virus schon auf die Gerade einbiegen. Lass mich raus. Nein, da kommt er angeheizt. Nein, nein. Ach, ist das ärgerlich, so angestrengt da. Das ist mal ein spannendes Rennen gerade. Ja, ich sag ja, es kommt wieder genauso raus wie... Einziger Vorteil, den ich habe, dass meine Reifen jetzt halt frisch sind und du einen Spoiler angeditscht hast. Aber man hat ja gesehen, was auf der Start-Ziel geraten, was da die paar PS da ausmachen. Das ist krass. Jetzt bin ich wie du auch ein bisschen zu weit rausgekommen, scheiße. Oh. Geil, neue Reifen sind, ey. Virus, er sollte mehr zum Drift-Event gehen, anstatt zum
Formel 1 Rennen hier. So, Virus, jetzt kann ich schon dein Schweiß riechen hier. Nicht so nah auffahren, Daniel, das ist gefährlich. Ja, Ron, du bist aber zaghaft rangegangen an die Kurve hier. Halleluja. Ja, ich will nichts riskieren. Ich merke das schon, ich dachte dann nur, warum ist denn der auf einmal so nah? Da, scheiße. Warum bremst du denn so früh hier? Fährt der Virus zu vorsichtig langsam? Na scheiße, ey. Ja, mit dem Flügel kann ich das jetzt vergessen. Nee. Fuck. Naja, gucken wir mal. Aber ausgerechnet auf der linken Seite muss das sein. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Nabel, Jeff. Gerade die eine Kurve da zu spät gebremst, ey. Komm rum. Kurvenfahren ist jetzt keine angenehme Sache mehr, ne. Nein. Was hast du denn? Hast du nochmal die Wand berührt? Nein. Okay. Dann geht's doch. Ja, Chef, ich weiß, das geht mich jetzt gerade ein bisschen auf den Nerv. Ich komme nicht mehr ran jetzt durch den Scheißflügel. Könntest aber Glück haben, dass du trotzdem gewinnst. Glaube ich nichts von. Ja, glaube es aber. Ach, hast du Zeitstrafe kassiert oder was? Ja. Ja, wenn es nur 3 Sekunden sind, hast du die locker raus, weil ich verliere durch meinen Scheiß mit dem Flügel jede Runde so und so viel an Zeit, deswegen. Jo, jetzt habe ich an der Kurve mir einen roten Spoiler geholt. Genau an der Kurve jetzt. Oh, guck, da lag was rum, ja. Dann ist es ja jetzt wieder ausgeglichen. Weißt du, warum mich Jeff jedes Mal voll quatscht? Kann einfach mal deine Klappe halten. Ja, ist immer normal bei sowas, ne? Ah, seht ihr mal, Freunde, man weiß nie, was passiert. Irgendwoher ist immer irgendwas.
Alter, mit dem roten Spoiler hier, das ist ja... Spüler, wolltest du so sagen? Ja, ich habe mich mit Spoiler und Flügel eigentlich gemischt. Spüler, geil. Ein neues Wort. Ich sage immer Katastrophett, aber Spüler. War schön. Konnte mich nicht entscheiden, was ich sagen sollte, deswegen... War ja, das kennt man, ey. Wagen vor mir. Ich will jetzt nicht wegen Änderungen Scheiß da. Sag Wagen vor mir. Was? Ah, ich sag ja, du gewinnst das trotzdem, weil ich bin schon 4 Sekunden zurück, von daher ist es dann... Power und der Flügel dann, das bringt nichts. Oh, komm rum. Die Kurve verkackt, aber volle Möhre, ey. Na gut, genug Vorsprung ist er trotzdem. Mit der Karre reiß ich da nichts mehr. Spät gebremst, du blöde... Ja! Herzlichen Glückwunsch, Camelo, für den Sieg. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dachte ich. Aber... Mein Gott, da bremst er so spät und dann... Ah, es ist doch zum Kotzen, ey. Ja gut, du hast ja auch einen Flügel kaputt vorne, ne? Da ist es komplett ja, rot. Komplett sogar, guck. Alter, dafür bist du aber vorne noch ganz schön abgegangen. Krassos Pferdus. Wieso trifft's mich dann aber einmal mit dem Hammer von Thor? Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Regen steht unmittelbar bevor, ja, nee, ist klar. Alter, dein. Alter, ich komm ja überhaupt nicht mehr rum hier. Keine Hoffnung, dass ich so viel Abstand habe, dass. Ja, ich glaube ich schon. Nee, ist vom also, Kotzen. Hast du ja bei mir gesehen. Ich hätte es mir doch jetzt echt mal gegönnt, ey. Jo. Hast du ja bei mir gesehen. Ich war jetzt nicht allzu weit von dir weg, aber es war trotzdem über 4 Sekunden. Also von daher, auf dieser Strecke sieht das zwar nicht so aus, aber es ist schon einiges an Metern. Ja, 2 Runden brauchen wir nicht mehr, Jeff. Nein, nein, nein. Oh, komm rum. Oh, das war aber knapp. Kurz vor der Wand ist er noch. Oh. Ui, 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 ui.
Jetzt nur nicht auf den letzten Runden schlapp machen, Mensch. Oh, ich muss aufpassen, ich werde den Reifen nicht kaputt fahren. Ja, das wäre gut. Also, wenn du nicht kaputt fährst, meine ich. Ja, ja. Weil 18 Punkte sind 18 Punkte. Alter Schwede, haben wir heute aber zwei spannende Rennen aufgenommen. Alter Schwede. Oder die Waldfrucht. Ja. Komm rum. Schlimmes Moped, ey. Ja, fahr das Ding safe nach Hause. Keine Spirenskis oder so. Ich fahr jetzt auch schon ein bisschen langsamer. Geht einfach nicht mehr schneller. Oh, ich höre Regen. Oh, oh. Ja, das haben wir aber dann safe. Wollte gerade sagen, jetzt nochmal, die Dings lohnt sich nicht. Weil wenn wir an der Letzte Box Runde sind, jetzt, Alter, von daher. Ah, ja, klar. Weil wenn du jetzt an der Box wärst, wär's ja schön dämlich. Zwei Meter vom Ziel. Oh, ich fahr nochmal eine Box. Ja, und dann zack, bist du Letzter. Ja. Und solange noch kein Wasser auf der Straße richtig liegen bleibt, macht das den Reifen auch noch nichts. Auch wenn schon ein bisschen rutschiger geworden ist, aber das Problem haben die anderen ja auch. Alter, muss man da jetzt früher schon bremsen, er ist ja heavy. Ja, ich bin der Regen jetzt hier gerade, Alter, wow. Naja, meine ich ja. Ist gar nicht drauf geachtet, ey. Deswegen fahre ich schon ein bisschen langsamer, du. Wow. Schön vorsichtig. Auch mit dem Gas und so. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten. Die jo, 6 Runden Zeitstrafe, Alter. Kannst du mich doch mal. Nein, 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 nein. Ah! Oh, nö, ne? Alter, hör doch mal auf. Meine Fresse, ey. Du dummes Stück Scheiße, Scheiße, ey! Alte Kackkarre, ey! Jo, da bin ich auf jeden Fall nicht Zweiter, sondern wahrscheinlich Fünfter oder so. Ach. Mann, ich krieg die Krise, ey! Hallo! Die kriegt sich aber auch nicht wieder ein, ey! Ja, wenn dann so ziemlich alles hinüber ist, ist das schwer. Schade Schokolade, ich hätt's dir echt gegönnt. Meine Fresse! Komm doch rum! Was ist... Mamma mia! Ah, Mama fick Virus, dich doch, ey! Virus. Ah, Achtung, Verbindung Controller, ja, als Maul. Ah, Satz mit X, das war wohl nix. Der Regen nochmal zum Schluss, der hat nochmal echt, Ja, wie X bin ich zu Ende gefahren, ey. Also mich ja, das auf jeden Fall. Mal gucken, was du an Punkte noch mitnimmst. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Ja, ich lach auch darüber, ey. Sechster bist du noch geworden. 8 Punkte. Ja, ja. Besser als nichts, besser als wenn du irgendwo in die Ecke gegangen hättest. Vor deinem Kollegen noch. Ja, schade, schade. So schnell ist der Finger im Arsch. Oh ja, Rangliste nochmal schnell reingucken hier. Ferrari auf, Vettel auf 2, Hamilton auf 3, Raikön auf 4. Und der Virus kämpft sich langsam an den Bottas ran. Oh, Konstrukteur sieht immer noch gleich aus. Ob wir Mercedes noch kriegen, ich glaube nicht dran. Ah ja, ja, meine lieben Freunde. Pleiten, Pech und Pannen. Zwei spannende Rennen bis fast kurz vor Schluss. Ja, viel Spaß beim Zusehen, Anschauen, wie auch immer. Virus, tut mir echt leid für dich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Alles klar, macht's gut. Danke, Camillo.